meine, theoretisch müssen wir halt da genau hin, wo das Dingzeichen ist. Ja. Ich glaube schon, ja. Die Frage ist, kommen wir da ran, dass man da irgendwo drüber klettern kann, dann über die Mauer oder so, dass man trotzdem da irgendwie das ein bisschen umgeht, das System. Man soll ja eigentlich reinspringen. Ja, das ist schwierig. Yay. Was? Ich hab's hingekriegt. Geil. Aber ich hab's auch hingekriegt, aber nur so ein bisschen... Ich auch. Verkorkst. Ich bin praktisch runtergefallen, den Hügel. Da hat er sich abgerollt und dann konnte ich so springen. Hm. Ich hab nach hinten und dann noch schnell noch hochgezogen, ey. Jetzt rutsche ich hier völlig den Berg runter. Ich versuche jetzt hier oben von der Plattform mal so ein paar zu markieren. Ich bin auch dran mit dem Scharfschützgewehr. Da ist ganz schön alles. Kann ich eigentlich mit dem Scharfschützgewehr eigentlich auch zoomen? Nee, ne? Ich weiß es gar nicht. Hier unten könnte man eventuell reinkommen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Noch haben wir ja nichts gemacht, ne? Noch. Ja, noch jetzt. Hier unten ist, hier unten kommt man rein. Wir sind drin. Okay. Ich bin jetzt hier mal, ich gehe mal hier innen auf den Turm. Und guck mal, ob ich von da irgendwas markieren kann. Da hinten ist das Ding, was im Prinzip alles, ja. Außer Gefecht zerstört. Alles elektronische. Ja. Warte mal, wir müssen mit dem Typen reden, ohne entdeckt zu werden, ne? Markus, bist du schon auf dem Weg dahin, ne? Ja. Kann das sein? Okay. Dann halte ich mich mal hier in den Turm nämlich zurück. Ja. Einfach so. Ganz links an der Mauer lang gehen, da geht ja, das. Ja, genau. Ja. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Warum haben Sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Sie schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt. Ich habe so das Gefühl, dass er gleich rumgehen wird. Also schnappen wir ihn und seinen Cord. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heilsporn doch allein regeln können. Der Cord ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann Ihre Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten Sie hier jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Nun, nicht jeder weiß, wie man so ein Ding fliegt. Scheiße. Den Piloten ausfindig machen, ohne entdeckt zu werden. Also einmal durch die halbe Basis, ohne entdeckt zu werden. Das wird ja witzig. Was zur Hölle ist das? Mein optischer Tarnanzug. Reaktive Tarnung? Seit wann? Das ist nur ein Prototyp von Skelltech. Ich soll ihn im Einsatz ausprobieren. Merken Sie mich auch für einen vor. Irgendwann vielleicht. Oh, ist er denn, wir müssen den Typen... Er ist so cool mit dem Tarnanzug, wenn wir den hätten. Wäre das, glaube ich, ganz ein bisschen einfacher. Da hinten ist auf jeden Fall der Störsender. Ja. Aber wir müssen ja in die Richtung. Ja. Es fällt ja nicht auf, wenn gerade vier Leute durch die Basis robben. Wie so Militärtraining, ne? Mhm. Wir sind nur die Neuen. Genau. Oh, da wird's aber jetzt übel da vorne hier. Das wird aber kacke. Definitiv. Ganz einfach wird das nicht. Das wird was für ein Arsch.
Das wird was fürs nächste Mal. Ha. Für dein nächstes Mal. Oder was? Nee, weil wir werden wahrscheinlich das bestimmt jetzt nicht beim ersten Mal gleich schaffen, unentdeckt zu werden. Das wird bestimmt dann beim nächsten Mal das weiter versucht werden. Keine Ahnung, ich habe die Folge jetzt neu gestartet gerade. Also wir sind gerade jetzt an. Wir sind gerade mal 5 Minuten dran oder so. Das sind Infos, die müsste man auch mal kriegen. Also es muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie er schneidet und wie er ne? Also meiner Sicht ist das... Irgendwo muss einer sein. Ja, ja, ja. Ja, irgendwo ist da einer. Sind der jetzt lang? Mal hier. Den hab ich hier gerade irgendwo auf stehen sehen. Da vorne steht er. Hab weniger. Sehr gut. Kommt man denn da hinten raus? Ja. Ah. Und hier ist noch Munition, wer braucht. Ja. Na, ich hab. Geh mal hier hinter den LKW. Na. So. Ah, toll, wo ist denn jetzt der Pilot? Irgendwo hier, ne? Das ist ja witzig. Also daneben ist ja so ein Haus, mal gucken. Er ist tot. Ja gut. Naja, solange wir uns nicht mit denen noch irgendwie duellieren müssen, sondern dann irgendwie unerkannt wieder raus, wäre ja auch ganz okay. Weil ich muss nicht mich mit einer kompletten Militärbase irgendwie prügeln. Sollen wir auch nicht, weil da ist ja die Mission sowieso direkt vorbei. Das ist schon klar. Aber ich meine ja anschließend. Ich weiß ja nicht, wie weit das, was jetzt noch weitergeht. Ich kenne das Spiel ja nicht wirklich. Also die Sorge nicht. Also die, ja, diese Mission kenne ich auch nicht. Da oben das ist Ding einer ist... im Turm. Da oben ist einer im Turm auf jeden Fall. In welchem? Ach da. Ja. Ja. Will jemand da schießen? Soll ich? Das ist mir zu düster. Soll ich es mal versuchen? Mach. Oh, der bewegt sich. Gleiche. Habe ich. Sehr gut. Sauber. Ja, ich hatte, ihn vorsichtshalber auch noch mit dem Visier. Ja, ich auch. Ich habe mich bewusst ein bisschen zurückgehalten, weil meine Zielkürze sind. Aber hier ist auch irgendwo noch lila, hier muss auch noch irgendwo einer rum. Ja, von uns rechts. Da ist nicht gerade. Da hinten ist noch einer. Wir sind verdächtig. Die Drohne ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, lass die Drohne sein. Nee, Drohne sollte man jetzt hier nicht, weil bringt ja eh nichts. Da muss irgendwo noch einer sein. Ja, von hier in der Mitte ist einer. Dann hier sind Gebäude irgendwo drin. Ja, ja, aber da muss noch einer sein. Nicht nur der eine, sondern da muss noch einer sein. Ja, in der Mitte hier vorne ist ein gepanzerter. An dem Autos, an den Autos. Nein, nein, da ist noch, da muss noch ein zweiter sein. Achso, da muss noch ein zweiter sein, okay. Rechts von dem muss irgendwo noch ein zweiter sein. Keine Ahnung. Hier ist ein Laptop, ich mach mal Hacken. Achso, okay. Ich hab die Bücher gefunden. Hat sich erledigt, das sind nur hier Missionen für den, braucht man jetzt gerade überhaupt nicht. Aber hier sind Nachschub. Warte mal, ich schleiche mich mal da ein bisschen hoch. Hier ist die Route eines Kartellversorgungshelis. Wir sollten ihn übernehmen und den Rebellen überlassen. An die Arbeit. Das ist gerade sehr uninteressant. Ich versuche mal, ob ich mit dem Scharfschützengewehr vielleicht einen kleinen Überblick schaffen kann, was da so sein könnte. Ja, ich gucke gerade, ob ich den einen Typen irgendwo sehe. Ah, hier habe ich einen. Mit ihm sind es 10. Da hinten ist nur einer. Habe ich. Okay. Einen habe ich. Ja. Da ist aber, da ist noch einer. Da ist noch ein bisschen lila. Bei mir steht verdächtig unten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, das habe ich auch. Vielleicht sollten wir mal kurz einen Moment warten. Jetzt weg. Ich hab ihn. Okay.
Wie auch immer. Du solltest kommst halt. Da, Sabrina, du Yvonne, du solltest ja sein, wo du bleiben, wo du bist. Da ist ein Gefeit um dich rum. Ein gepanzerter. Ja, naja, das bin ich. Ich stehe hier im Zelt. Ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist. Ich stehe oben auf dem Turm. Ja. Markus, kommst du an den Piloten ran? Ja, aber wie, ohne entdeckt zu werden? Der guckt in meine Richtung. Die Frage ist, ob der Pilot dich entdecken muss. Ob er dich entdecken kann. Ich weiß es halt nicht, ne? Ja, wir können uns alle entdecken. Aber ich muss ja nah genug an ihm ran, um ihn zu schnappen. Damit ja, ich riskiere es nicht, wenn ich ihn nicht töte direkt. Und er uns sieht, naja, ist das auch scheiße. Ich bleib jetzt hier schön in dem Zelt hocken, weil der andere ist nämlich wieder auf dem Rückweg. Ja, ja, ich sehe schon. Der dreht sich aber immer in meine Richtung. Das ist das Problem. Der steht immer da und raucht, aber guckt immer in meine Richtung. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Jetzt kommt er wieder zu mir hier. Verdächtig? Hab ich. Okay. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Hoffentlich kannst du Englisch, oder wir haben ein Problem. Ah, sicher. Ich spreche Ihre Sprache. Ich verrate dich. Okay. Habe ich? Den Heli ohne zu stehen, ohne entdeckt zu werden. Da sind minimum zwei Feinde drumherum. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Die Frage ist, ob ich den Lecture... Ich habe ein Profil gekriegt. Cool. Also müssen wir jetzt wieder zurück, ne? Im Prinzip. Du kannst ja, raus, der ist auf dem Rückweg. Und einfach nur von den lila Punkten fernhalten. Ja. Oh, ich komme hier rüber zu euch. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich hasse, dass es bei solchen Missionen keine Checkpoints gibt. Das wäre Wahnsinn. Ja, das stimmt. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Oh. Ah, er geht weg, scheiße. Ich wollte gerade einen Scharfschützen legen. Vielleicht kann ich ja warten, bis er wieder vorkommt. Dann gucke nicht, dass hier irgendwo einer. Ich sehe hier die. Scheiße. Seid ihr hier so über die Straße, ja, ne? Ja, da ist auch keiner. Okay. Alles gut. Ja. Ich bin da schnell rübergerannt. Wie gesagt, man sollte sich ja nur von den lila Punkten fernhalten. Ja, ja. Ich versuche mal gerade zu euch zu kommen. Habe ich den Scharfschützen? Ich glaube schon, ja. So. Können wir weiter? Mhm. Aber schön langsam. Ich weiß nicht, wo die anderen hier noch stehen. Ja. Da ist richtig irgendwo was da los. Vorne ist noch lila und hier rechts sitzt es lila. Ja, dann würde ich sagen, ein bisschen links gehen oder so, damit wir komplett außen. Ich gehe mal außen rum hier. Versuch mal außen rum zu gehen, hinter dem Gebäude her. Oben auf dem Turm. Ja. Aber hab ich. Da hinten steht auch noch einer auf der Straße. Warte mal, ich versuche den mal eben zu markieren. Genau da, wo. Ja, ja. So. Den hole ich mir. Ich gehe mal hier. Ja, weg. Da steht noch einer. Da habe ich kein gutes Schussfeld, noch nicht. Am Heli ist einer. Den könnte ich wegschießen. Und der links auch. Warte mal, da sind auch da der ganze Heli. Ja, nein. Ich wollte gerade sagen, da sind Minimum, ich sehe jetzt vier gerade mal. Ich weiß nicht, wie. Der ganze Heli ist voll.
Das scheint aber. Wir sind 4 und 4 Gegner, was sagt uns das? Ja, wir müssen alle treffen. Was, ne? Die von uns wollen. Ja, die ersten 3 vorne sind jetzt aufeinander. Der einzige, der jetzt alleine steht, ist der Alex. Entdecken die einen gleich, wenn man mit dem Scharfschützen schießt? Das weiß ich, also von hier hat man gerade gutes Sichtfeld. Also den. Oh, der ist aber knapp. Der Kopf guckt gerade mal über die Kisten raus. Ich stehe ein bisschen über euch. Also ich sehe es alle. Die 2 jetzt gehen weg. Die gehen nach rechts jetzt weg in Ruhe. Und die anderen beiden, einer steht vor Meli und einer steht vorne. Steht links. Den links könnte ich auf dem Visier, habe ich auf dem Visier. Theoretisch. Aber ich kann nicht die Luft anhalten, das ist das Problem. Warte mal. Du hast den linken? Ja, rein theoretisch hätte ich den linken. Ich hätte rein theoretisch den rechten, aber ich weiß es nicht. Vor Meli den, ne? Sag was. Wie ist das Wurmfeld? Was sagen die anderen beiden? Ich habe den linken definitiv im Blick. Ja, dann nimm du den linken, Markus, du bist sicherer auf Scharfschütze. Dann macht ihr das. Warte. Ja, Moment, ich hab kein Scharfschützengewehr, ne? Wie schon? Also ich könnte. Okay. Ich stehe als Absicherung noch da. Okay, dann. Warte, 3, 2, 1. Erledigt. So, dann kommt Alter, das war aber knapp, weil der hat wirklich nur ganz knapp. Warte, rechts. Achtung, die kommen. Ja, ich bin am. Ich hab's gesehen. Lass sie mal in Ruhe. Aber die werden die jetzt entdecken, ist das Problem. Die müssen wir jetzt schnell ausschalten. Die gehen hinterm Heli lang. Ja, da liegt ja aber der eine. Da geht's los. Hättest du es ihnen noch leichter machen können? Ich habe noch versucht hinzukommen, aber die haben den gesehen. Da waren wir nicht schnell genug. Aber es war ja schon mal nicht schlecht, oder? Es war ein Kampf, ja, nur ich wette jetzt, dass wir alles von vorne machen. Ich hoffe nicht. Ne? Doch, ich bin mir echt schon hundertprozentig sicher. Das weiß ich nicht. Das fürchte ich auch. Ich denke mal, dass wir jetzt wieder am Absprungpunkt abgesetzt werden. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn das wäre, dann würde ich jetzt definitiv sagen, Feierabend für heute und wir machen es ein andermal. Richtig. Ja. Aber mal gucken, wenn wir Glück haben, stehen wir jetzt noch drin. Aber das war jetzt echt blöd, dass, ne, weil die wieder zurückgekommen sind, haben die dann nämlich liegen sehen hinterm Heli. Hätten die doch holen müssen. Ja. Wir hätten sie alle 4 holen müssen. Die 2 und dann irgendwie auch hohe und die anderen 2 holen. Nee, wir sind drin. Wir sind noch drin, liebe Leute. Und die Aufgabe steht noch, den Helikopter stillen. Ja, das war der Checkpoint. Okay. Dann, Vorsichtig, Leute, weil wir stehen hier rechts welche und stehen hier links welche. Ich gehe. Oh, jetzt wird es aber noch hell, ne? Ja. Weißt du, jetzt, wo man die Dunkelheit gebrauchen könnte? Ja. Warte mal, wo war also ich? Also, hier rechts ist auf jeden Fall viel lila. Ja, das ist aber gerade relativ. Wo bin ich denn da hochgegangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin links komplett außen rumgegangen. Ja, und ich das Zelt hier durch. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Störsender. Ja, würde ich auch sagen. Ich muss jetzt über die Straße. Scheiße, ey. Ich würde euch einfach den Ratschlag geben, macht's wie ich, robbt euch durch die Gegend. Das ist das Sicherste, was du machen kannst. Da hinten im Turm steht auf jeden Fall ein Scharfschütze. Oh, da kommen, warte, hier kommen 2. Drohne fliegt. Da kommen 2. Die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Da kommen 2. Wir kommen jetzt sozusagen von der anderen Seite. Ja, stimmt. Wir kommen jetzt von der Seite aus, wo die beiden hin verschwunden sind. Ja. Und das macht 3. Wir müssen nicht aufpassen, wo wir stehen. Da oben ist ein Scharfschütze. Wo oben? Da hinten links, da oben. An der Straße. Sehr ein Geschützturm. So, wo ist denn dieser doofe Heli? Der ist genau da. Die
Frage ist, welcher ist denn das von hier den links beiden? Nein, nee, auch noch einer da stehen. Links steht hier. Mhm. Das andere. Das Problem ist, die anderen beiden sind auch schon wieder auf dem Rückweg. Ich habe mal schnell den Störsender aktiviert. Deaktiviert. Deaktiviert. Sehr gut. Ja, haben wir zumindest, können wir vielleicht mal einen Überblick schaffen mit den Drohnen. Ja, das ist schon wieder ein bisschen angenehmer. Oh, die kommen direkt auf uns zugelaufen, ja, die beiden. Ja, da müssen wir aufpassen. Wir sind verdächtig. Ja, Drohne. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Irgendwer sieht uns. Irgendwer sieht uns hier. Das ist echt scheiße. Wir beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Seid ihr schon im Heli? Nee. Die kommen definitiv gerade auf mich zu. Ja, die sind ja auch gerade hier auf dem Weg hin. Das ist doch scheiße. Lass mal in Ruhe. Dann lass die doch einfach mal ein bisschen in Ruhe. Weg hier, ne? Ja, ich hocke hier und mache gar nichts. So, die gehen nach links weg. Die laufen jetzt gerade direkt an mir vorbei. Ich wollte sagen, die sind in deiner Richtung, ne? Füße stillhalten, nicht atmen. Ey, wenn die sich jetzt umdrehen, sehen die mich. Ah. Wir könnten sie wegmachen. Welchen hast du? Sag mir, ja, warte mal. Jetzt gerade keinen mehr, die verschwinden gerade da hinter dem Stapler. Der Scharfschütze da oben, der macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Den könnte ich aber wegmachen. Soll ich? Kannst du gerne testen, ja. Jawohl. Hab ich. Erledigt. So. Oh, die kommen zurück. Oh, die kommen zurück. Ja. Oh, die kommen zurück. Da müssen wir jetzt gucken. Müssen wir einfach warten, wo lang. Ne, einfach, wir warten jetzt einfach, ob die jetzt rechts oder links dran vorbeigehen, dann machen wir einfach den ja. U drumherum. Genau. Eieieiei. Wir gehen darum. Ja, hier rum. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, weil die genau auf mich gucken würden, wenn ich rausgucke. Muss ich irgendwie hier rein. An irgendwem hänge ich fest hier. Also an mir nicht, ich bin weg. Ja. Ja. Von hier könnte man sie jetzt gut erwischen. Und wir könnten jetzt auch einfach mal weiter. Wäre vielleicht auch ich eine mach Möglichkeit. Jetzt, ich mache ja? jetzt auch weiter hier in Richtung Helikopter. Ich gehe jetzt hier in die Halle rein. Ich bin zwischen den beiden Hallen durch. Kommen wir in eure Richtung. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und die zwei, wenn die weggehen, erwischen und dann die anderen zwei machen die anderen beiden. Ja. Ja, also die zwei, die jetzt bei uns im Rücken sind, gleich oder was? Nein, sind doch vor uns zwei weggelaufen. Ja, hier kommen jetzt zwei, aber ich kann die gerade nicht markieren, ist das Problem. Die kommen gerade hier hin, so eine Scheiße. Oder sind das vielleicht sogar die wirklich die beiden, die jetzt gerade an uns vorbeigelatscht sind? Weil am Helikopter stehen, glaube ich, nur zwei, oder? Nee, jetzt sind es doch vier. Ja, die beiden. Mal gucken, wo die jetzt hingehen. Die sind jetzt bei mir in der Nähe, die gehen in die andere Helikoptergarage. Also ich könnte den vorderen wegmachen. Ah. Was riskieren? Die müssen halt beide weg. Hast du den hinteren? Also, warte mal. Das ist total bescheuert hier. Die sehen mich. Wenn ich jetzt, dann sehen die mich. Die würden mich sehen.
Ich konnte den linken. Okay, ich mach den rechten. Okay. Warte. Hier geht jetzt gerade weiter. Seid ihr vorsichtig, Leute, die sind auf Alarmbereitschaft. Jetzt stehen sie gerade, Ja, die stehen hier vorne, weil sie mich meinen, mich gesehen zu haben. Scheiße. Ich kann jetzt nur den hinteren, der mit der Maske, mit der Sturmmaske. Machst du ihn mit dem Helm? Warte. Jetzt, Na, Mist, jetzt laufen sie weiter. Oh, Scheiße, ey. Ei. So, immer noch diese Mission, ey. So. Jetzt gehen sie wieder weg. Naja, die chillen jetzt gerade wieder ihr Leben. Jetzt machen sie wieder eine Runde. Ja. Also, welchen hast du? Ja, ich sag mal so, ich muss das jetzt auf die Schnelle machen, weil ich habe kein Scharfschützengewehr, ne? Ja, also ich würde den mit dem Visierhelm nehmen. Den vorderen? Ja. Okay. Wenn die gleich stehen bleiben oder jetzt? Okay. Jetzt könnte ich. Jawohl. Okay. Habt ihr gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die beim Heli ausschalten. Ja. Leute, pass auf. Weg, in Deckung. Da kommt zwei an dem Ding vorbei. In unserem Rücken. Also ich könnte den hinteren am Heli wegmachen. Moment, warte. Hinter uns sind zwei. Moment. Deckung. Ja, das sind die von eben. Das sind die anderen, die hauen wieder ab. Warte, welchen hast du denn jetzt? Rechts oder links vom Heli? Der hinter dem Heli steht, von euch aus gesehen praktisch. Warte, also rechts. Also wenn ich jetzt nach welche Richtung gucke ich jetzt gerade? Welche Himmelsrichtung? Na egal. Also der rechte. Wenn du den Arsch vom Heli siehst, könntest du den rechten, ja? Ja, genau. Warte mal. Ich könnte jetzt links den. Okay, 3, 2, 1. Erledigt. Alles klar. Schnell. Alle zum Heli. Wer fliegt noch? Du? Ich bin hier gerade da. Warte. Alle da? Alle rein, hoppel. Alle rein und weg. Alle drin? Hoch. Ich bin dabei. Der braucht ein bisschen länger. Niedrig fliegen. Da kommt man nur durch, wenn man tief fliegt. Ja, tiefer geht grad nicht. Runter. Ich bin dabei. Wir waren schon aufgeflogen. Ja? Der ist sehr schwerfällig. Der ist nicht runtergegangen. Unten rechts stand Schuss gehört von Kev Gaming. Ja. Ich glaube, das hat gereicht. Nicht schießen. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Sorry. Warum überhaupt? Wir waren doch weg. Ich dachte, das reicht dann auf jeden Fall. Die hören den Heli. Aber nein, okay. Alles gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Hey, wir fehlen so oft in irgendwelchen Missionen. Dann darf ich auch mal. Ja. Es ist jetzt halb acht, also wir machen jetzt Schluss. Wir machen andermal weiter. Ja, wir machen zu Ende, komm. Ich mach jetzt nicht weiter. Ich will die Mission jetzt noch zu Ende machen. Wir stehen 200 Meter vor. Nein. Herzhaft? Ich bin jetzt hier frei. Ja. Ich habe gerade jetzt die Folge erst angefangen. Tut mir leid, dann darfst du halt nicht schießen, wenn wir gerade aufsteigen. Ja, dann lass uns das jetzt wenigstens zu Ende machen. Nein, ich will jetzt Abendbrot gleich essen mit meiner Freundin. Das ist Schluss jetzt. Naja, nicht, dass wir dann, wenn wir dann jetzt ausmachen, dann wieder davor stehen. Ja, dann ist es halt auch so. Kann ich jetzt nicht ändern. Wir haben aber gesagt, spätestens halb sieben machen wir heute Feierabend. Dann ist es so.